So Leute, erstmal guten Tacho. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut, schönes Wetter. Ich mache heute Video Nummer 2 mit der DJI. Wenn ihr ganz genau aufgepasst habt, am Ende des letzten Videos, das Video startet hier gefühlt 100 Meter weiter als da, wo ich aufgehört habe. ja, ist immer noch so mein Testtag mit der DJI Action Osmo 4. Genau, so heißt sie. Und ja, bin mal gespannt. Ich gehe hier gerade aufs Ganze und riskiere einfach mal 2 Videos in den Sand zu hauen, ohne zu wissen, ob das hier alles funktioniert. Also so zu 100% wie ich mir das vorstelle. Aber ich muss das Wetter ausnutzen, und ob ich jetzt fahre und meine Schnauze halte oder ob ich fahre und euch unterhalte, macht dem Thema eigentlich, oder macht dem keinen Abbruch. So, sagen wir das mal so. Ja, also die Kamera hält auf jeden Fall schon mal gut, auch bei Wind und alles. Also dieses Magnetding unten dran ist stark genug. Dann hat es ja noch so 2 Greifärmchen, das hält. Ja, ich habe ja so ein bisschen im Kopf, so die letzten Wochen und Monate, bin ich ja schon überlegen, welches Motorrad ich mir eventuell irgendwann mal als zweiten Moped holen würde. Sei es, ich habe ja so viele Ideen. So, und eigentlich würde ich auch gerne alles irgendwo umsetzen können, aber so eine normale Garage hat einfach begrenzten Platz. Das heißt, mehr als 2 Motorräder sind grundsätzlich nicht drin, weil dann kommen da noch Fahrräder rein und der Roller ist auch noch da. Wenn ihr mal wieder Bock habt, dass ich mit dem Roller mal einen Vlog mache, dann mache ich jetzt bald, als ihr das wollt oder nicht. Da haben wir ein neues Kennzeichen für und dann fahre ich das Ding nochmal wieder aus. So, aber ich habe Bock auf... Erst hatte ich Bock, oder eigentlich habe ich auch immer noch Bock drauf, auf ein Projektbike. Das heißt wirklich wieder ganz günstig was zu schießen, das sage ich ja ganz oft, für ein paar wenige 100 Euro das Ding aufzubauen. Dann war meine Überlegung, soll ich wieder zurück zu einer Street Fighter gehen? Also hier so Nagel im Kopf mäßig. Oder soll ich zum Kaffee Racer Scrambler Umbau machen? Da hatte ich mir, und ich habe immer gesagt, ich will nie eine BMW haben, niemals. Das sind alles Warnwestenfahrer. Ja, sind die meisten auch. Die sind für mich auch bescheuert. Aber die Dinger sind halt zuverlässig und das ist, keine Ahnung, irgendwie reizt mich dann wieder so ein Kackfass, weil eben alle das fahren oder viele. Und ich halt eben nicht der typische BMW-Fahrer wäre. Schon allein deswegen. Und dann hatte ich mir auch irgendwie den Kopf gesetzt, guck mal, ich fahre jetzt die amerikanische Maschine schlechthin. Und dann dachte ich mir, was gibt es denn als an deutschen Motorräder? Da hast du ja nicht mehr viel. Da hast du noch Horex. Dann hast du noch, was ist das, MZ, was auch nicht mehr wirklich in deutscher Hand jetzt ist. Und dann hast du noch BMW. Und BMW ist ja quasi die Marke hier überhaupt, bei uns. Keine Ahnung, so, dann schaue ich da gerade, dann hatte ich mir so eine K75, das Polizeimotorrad aus den 90ern quasi, und vielleicht sogar noch 2000er, weiß ich gar nicht, aber das Polizeimotorrad, was jeder von euch kennt, da kommt sogar eine BMW entgegen. Ja, ich glaub's nicht. Aber der hat keine Warnweste an, deswegen grüßen wir den. Aber genau das mit den Koffern, aber da komme ich gleich drauf zurück. Ich rede jetzt erstmal von diesen alten Modellen, die mir warum auch immer im Auge geblieben sind. So eine K75 oder K100. K75 hat 3 Zylinder, würde mich schon reichen, weil sie eine ungerade Zahl an Zylindern hat. Und ich mag das, wie der Motor aufgebaut ist. Irgendwie, ja, der ist irgendwie so anders aufgebaut. Das mag ich irgendwie. Ich mag die Optik dieses Motors. Und wenn man die zum Cafe Racer oder Scrambler oder so einen Mix umbaut oder wie auch immer, ist das ein super, super geiles Teil. Ich gucke mal, ob da noch aufnimmt, ja. Und das wäre dann aber auch wieder nur ein Motorrad für so kurze Strecken, wie das, was ich jetzt hier mache. So ein bisschen, ich sag mal, 200 Kilometer so, um Pudding zu fahren oder mal zur Eisdiele, mal eben eine Currywurst reinballern. Jetzt nicht an der Eisdiele, aber ihr wisst schon, was ich meine. Currywurst-Eis? Ich glaube, da würde ich auch nicht Nein sagen. Ja, sowas dann halt, aber dann denke ich mir, ich möchte auch mal etwas größere Touren fahren. Kann ich auch mit der Harley, weiß ich. Wenn ich dann jetzt aber zum Beispiel mit meinem Club, vielleicht ab nächstes Jahr oder was, weil dieses Jahr schaffe ich nicht, meine Urlaubsplanung ist schon durch, mal 10 Tage durch Europa fahren will, und da sind nicht überall so die supergeilen Straßen und befestigten Straßen, will ich mit meiner Harley nicht machen. Jetzt habe ich mir überlegt, holst du dir so einen Reisekoffer, so einen richtigen Pisskoffer, so ein richtiges Kackfass, so ein richtig
Also für mich ein hässliches Teil. So. Aber es muss funktional sein. Und dann dachte ich mir, das muss so funktional sein, dass meine Frau sich darauf so wohl fühlt, wie sie sich auf Carrie wohl gefühlt hat. Auf dem Eisenschwein. Hinten so sesselmäßig und alles. Und dann muss das Ding so hässlich sein. Also in meinen Augen hässlich. Wahrscheinlich finden viele BMW-Fahrer oder solche Reise-Enduro-Fahrer so ein Ding so schön, dass sie sich davor verneigen würden. Aber für mich soll das ja eine Funktionalität haben. Sau bequem drauf zu sitzen, mit Scheibe und jeden Scheiß, den man sich vorstellen kann. Von mir ist auch noch ein Kühlschrank, wo Bier da reingehört. Und einen kleinen Minigrill, wo ich eine Bratwurst während des Fahrens grillen kann. Okay, ich übertreibe jetzt, aber sowas in der Art irgendwie bin ich gerade am gucken, schon die letzten Wochen. Nicht, dass ich mir das jetzt kaufen würde, ich warte noch auf etwas, auf gewisse Zeitpunkte, aber nach sowas schaue ich gerade und da bin ich irgendwie auch wieder bei BMW hängen geblieben. Ich weiß nicht, es muss jetzt auch nicht das übermotorisierte Bike sein, es reicht mir, wenn ich meine Reisegeschwindigkeit von so zwischen 100 und 120 habe, dann, dass sie noch genug Dampf hat, irgendwo mal einen kleinen Hügel hochzufahren und letztendlich, dass man auch zu zweit gemütlich fahren kann. Ich brauche da kein Geschwindigkeitswunder, aber ihr kennt mich, ich versuche ja meistens immer Budgetlösungen. Kann man sowas auch mit wenig Geld erreichen? Und ich lege mich da so ein bisschen fest, so 1-2 Zylinder ungefähr. Am liebsten wären mit 2 Zylinder. Irgendwie gefällt mir der Sound da am besten. Was soll ich da mit einem 4 Zylinder in so einem Reise-Enduro? Das hört sich dann an wie eine Kawasaki Z verpackt in so einem Kackfass. Irgendwie finde ich das Misshandlung von Sound. Ne, keine Ahnung, mir gefallen einfach 2 Zylinder. Von der Charakteristik her mittlerweile, naja, mehr will ich nicht sagen, das ist halt anders. Aber in so einem Motorrad stelle ich mir sowas einfach vor. Ja, und dann gibt es ja noch die von Honda eine, Valareo, keine Ahnung, irgendwie so ein Ding. Die würde mir auch gefallen. Hat mir mein Präsident heute noch geschickt, welche er mal hatte. Und die würde mir da auch zusagen. Dann auch so BMW-Geschichten à la, weiß ich, so die ersten GS-Teile oder was. Welche, die jetzt auch nicht so hyper teuer sind. Wie gesagt, das muss für mich eine breite Sitzbank haben. Gut gepolstert genug für meine Frau hinten drauf. Dass wir beide richtig aufrecht sitzen, wie so BMW-Hugos, die uns immer so entgegenkommen. Genau so ein Hugo will ich auch sein. Nein, Quatsch, aber für so Reisen, glaube ich, wenn man wirklich extreme Strecken fährt, super gemütlich, komfortabel. Kann ich mit der Harley sicherlich auch, aber ich habe zum Beispiel gemerkt, schon bis nach Leipzig die 600 Kilometer oder was das waren, das funktioniert wunderbar, aber da hast du auch Rückenschmerzen oder tut dir der Arsch weh. Wird wahrscheinlich bei so einem Reiseteil auch irgendwann aufkommen, aber ich denke mal bestimmt 5 Stunden später erst. Machbar ist natürlich alles. Wer hart genug ist, kann das gerne auch auf so einem Klopper hier machen oder ich würde sie dementsprechend umbauen, aber ich will sie gar nicht verstandeln, die soll ja schön bleiben. Da bleibt mein Baby und innerhalb von Deutschland kann ich auch locker mit dem Ding fahren, aber keine Ahnung, irgendwie, wenn es dann auch darum geht, mal ein bisschen über Stock und Stein zu fahren, das würde ich so eine Harley nicht antun wollen. Und dass ich vielleicht so ein Kackfass dann auch irgendwie ein bisschen verschönert bekomme, dass so nach meiner Art auch ein bisschen zu mir passen würde. Keine Ahnung, das sind so Überlegungen, die ich jetzt habe. Es kann sein, dass ich in ein paar Monaten wieder, weiß ich nicht, eine Rennmaschine haben will. Also da kann man sich nicht drauf festnageln. Aber aktuell ist so ein bisschen so die Vernunft in meinem Kopf. So, was würdest du wirklich brauchen, wenn du dir ein Zweitmotorrad holst? Und das wäre eigentlich so ein Reisepisskoffer. Es könnte auch ein Tourer sein eigentlich. So wie, ich weiß nicht, so eine GSF oder irgendwie sowas. Meine Frau damals fand die Bandit am besten vom Sitzen her, sagte sie. Die Bandit selber finde ich aber scheiße. Also so wie ich die hatte, wenn, dann muss das noch eine Verkleidete sein. Aber das wäre auch wieder eine Möglichkeit, so eine Bandit zu nehmen. Wie gesagt, die muss keinen Schönheitspreis gewinnen. Das muss sehr zuverlässige Technik sein. Sehr komfortabel und weich, ehrlich gesagt. Irgendwie, keine Ahnung. Werde ich alt? Sind das so Töne, die man sagt, wenn man alt wird? Keine Ahnung. Aber weißt du, wenn einem auch nicht so wichtig ist, wenn du mal durch Matsch fährst und durch Dreck fährst. Und hier tut es mir jedes Mal weh. So, das ist mein schönes Baby hier zum Liebhaben, zum Ballern, zum ja, geil sein irgendwie. Ne? Und dann möchte ich halt was haben, wo mir all das scheißegal ist. Nicht, dass ich damit jetzt vor der Wand fahren will, aber
wo es auch mal egal ist, wenn es mal fallen würde, so nach dem, egal, wäre mir das so oder so nie, das wird immer wehtun, aber um mal den Vergleich zu schaffen, ja. Da bin ich halt im Überlegen, vielleicht habt ihr da Ideen, was gibt es da für Dinger? Ich hatte halt so BMW-Teile im Kopf, hier die mit diesen Boxermotoren, eventuell auch wirklich so eine K75, wenn sie ganz, ganz günstig ist. Und dann hätte ich ja wirklich irgendwann mal in Zukunft die Möglichkeit, sie wirklich mal umzubauen. Mit der ganzen Verkleidung, all das. Da bist du ja geschützt vor Wind, Wetter, vor Tornados, vor alles Mögliche. Und das sind halt Motoren, gerade von BMW, die laufen und laufen und laufen. So, da brauchst du gar keine Angst haben. Da kannst du, glaube ich, einmal um die Welt fahren, ohne einen Ölwechsel zu machen, so gefühlt. Und vielleicht sogar noch zum Mond und zurück. Also das sind Maschinen. Und da lege ich gerade so ein Auge drauf. Auf Zuverlässigkeit dann in so einem Fall. Ja. Mal sehen. Das sind so meine Überlegungen. Vielleicht habt ihr da auch Maschinen, die vielleicht in so einem Raster passen würden. Für wirklich wenig Geld. So ein Reisekoffer, Reise-Enduro, irgendwie sowas. Also mir würde schon so eine Reise-Enduro dann eher zusagen. Ich weiß auch gar nicht, warum sowas. Also wie gesagt, das habe ich auch. Ich gucke ja schon seit Wochen so ein bisschen nach BMW, aber eigentlich, weil ich so umbauen wollte. Und dann, das ist genauso wie mit Harley. Ich wollte nie Harley fahren. Auf eine BMW habe ich noch nie drauf gesessen. Und ich weiß aber, von jedem, der so einen scheiß Kackfass fährt, sorry an die da draußen, schön finde ich sie nicht und ich finde es auch immer noch so ein bisschen, keine Ahnung, aber ich weiß, warum ihr die fahrt. Genauso ist das Thema, vorher war das bei mir mit der Harley. Ich weiß, warum wir Leute Harley fahren. Es geht um die Funktionalität, um das Gemütliche, um wirklich Strecke damit zu machen, in den Urlaub zu fahren, mit am besten Flatscreen hinten drauf, also übertriebenen Sinne jetzt, aber du kannst alles mitnehmen. Was ich hier auch kann, weiß ich, aber es ist, glaube ich, was anderes, weil da ist alles anders. So. Jetzt nicht nur auf BMW gesehen, sondern auch auf alle anderen, wie eine Transalp oder ich weiß nicht, was es da alles gibt. Da ist so eine Motorradnische, mit der habe ich mich nie beschäftigt und da google ich mir gerade die Eichelwund. Ja, Leute, ich laber wieder nur Kacke hier, ehrlich. Ich laber nur Scheiße. Ja, was soll ich machen? Ja. Das wären so Überlegungen und vielleicht, ja. Mit der Möglichkeit, dass das Motorrad irgendwann auch mal umgebaut werden könnte. Ist jetzt kein Muss, je nachdem, was für ein Modell es dann irgendwann mal wird. Aber andersrum könnt ihr mir auch vorstellen, genau so ein Kackfass auch als Projekt zu nehmen, also günstig zu kaufen und die einfach so, ja, dafür, wie sie gebaut worden ist, auch wieder herzurichten. So wie ich es mit meiner Carry gemacht habe, obwohl ich habe sie auch gekauft, um so eine Bobber umzubauen. Da hat meine Frau den Sitz gesehen, dann durfte ich das nicht mehr. Ja gut, was machst du dann, ne? Happy wife, happy life, oder wie war das, ne? Ja. Da mein Argument ist ja dann, die Harley hinten umzubauen, wenn ich so ein Zweitmoped habe, wo meine Frau sich wohlfühlt. So, oder mir einen anderen Sitz zu holen. Na gut, bei Harley weiß ich, hier bei meiner, das sind zwei Schräubchen, dann ist die wieder soziustauglich, ne? Also, das Argument würde jetzt auch nicht so ziehen, aber dann könnte ich sie dauerhaft auf Einsitzer lassen. Aber, ja, wie gesagt, das ist jetzt auch keine Arbeit, die hinten wieder umzubauen, ne? Also, mal davon ab. Nee, also wie gesagt, das sind so Überlegungen, die ich hätte oder die ich gerade habe, aber ich habe mich da nicht festgelegt. Ganz im Gegenteil, ich informiere mich bei Freunden, Bekannten, die so ein Gerät haben und gucke Videos und was weiß ich nicht alles. Mich würde sogar so eine Royal Enfield Himalaya reizen. Jetzt haben sie nämlich ein etwas stärkeres Modell rausgebracht. Vorher, die hatte irgendwie 24 PS oder 27, 24 meine ich. Und ich kenne auch jemanden, der die hatte. Es reicht wohl, um im Straßenverkehr mitfließen zu können. Aber jetzt gibt es die auch mit 40 PS. Und die sind ja neu, auch wirklich nicht teuer. Aber dann habe ich wieder so das Ding, wie oft höre ich da von aufgescheuerter Elektrik und alles drum und dran. Irgendwie weiß ich auch nicht so ganz recht. Dann doch lieber alte, bewährte Technik. Egal. Also solche Überlegungen habe ich so ein bisschen. Und aber wie gesagt, das kann auch wieder in einem Monat anders sein. Weil wie gesagt, schön finde ich so Dinger nicht, aber sind halt funktional. Und an sowas denke ich gerade, steht da Go-Grüne? Ich falle gleich vom Moped hier. Muss mal direkt einen brennen lassen vor der Haustür. Und dann noch Benzin auf den Boden kippen.
so ungefähr. Ja, nee, Leute, ich bin jetzt in Strahlen angekommen hier. Da die grüne Couch. Nur Strahlener kennen sie und die Leute aus der Umgebung. Keine Ahnung, wie kommt man auf so eine Idee? Und das hier ist auch neu in Strahlen hier. So ein der bekloppte Ringverkehr hier, wo jetzt 20 ist oder was. Ist ja richtig scheiße. So, aber naja, man weiß nicht. Leute, ich wünsche euch was. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ostern steht vor der Tür. Ich glaube, 2 Wochen noch oder was. Ja, ich musste arbeiten. Super. ja, haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Abonnieren, liken, kommentieren. Ihr kennt den ganzen Kram. Würde mich freuen, wenn ich von euch lesen kann. Und ja, vielleicht habt ihr auch so ein paar Moped-Ideen. Gerade zum Reisen. Ja, würde mich freuen. Haut rein und bis zum nächsten Video. Ciao. Kakao.